Goedemiddag, want ik ben op Gani Productions. Live in of locality. Karken tussen haren, want ik ben op weg naar Heemberg mensen voor het Ultralife-vliegveldje wat er ligt. Waar ik vorig jaar ook vanaf gefilmd heb, maar daar ga ik dit jaar weer wat films van maken. Dus daar ben ik terug over een keer geweest, niet verrast. Van vorig jaar weet ik niet meer, maar in feite komen we een nieuwe video van. Ik heb een vrij mooie herfst, moet ik zeggen, mensen. Het is vandaag 30 oktober. Mooi, ik geloof dat we morgen weer in november zitten. Of overmorgen. Maar goed. Maar Bundesstraße. Dus Karke mensen. En die, en dat dorp daar. Dat is al Haren. En van Haren gaan we door naar Braunschweig. En Braunschweig gaan we richting richting vliegveld toe mensen. Mensen, we zijn aangekomen in Heinsberg bij de vliegclub van Heinsberg. Is waar ik gevallen dacht, Ik heb vandaag druk gevoel gemaakt. Ik heb toch geen auto gekomen is. Leute nehmen die vorderste Ding. Ich nehme immer die erste Treffelmarkierung. Ja, letzte aber Mal ist der letzte Durchschlag. Weil ihn wir auf die Reise sind. Punkt genau. Weißt du, was das Schlimme ist? Wir sind nach Oppenheimer 3 Meter. Eine Bahn von 800 Meter. Und was machen wir alles? Wir setzen uns die Kölle auf. Ja. Und so fein ist es. Wir sitzen 700 Meter so.
setzen, dann ein Meter hoch und dann Gas machst, dass du hängen bleibst. Ja. Dann lässt du 50 Meter Gas weg und dann gehst du. Und dann gehst du in die Mitte. Wir sind mit dem UL, mit mir und Ulle, der Welt, in der Gruppe, 3 Kilometer Bahn. Der ist so breit, der so breit, das können wir ja über lange nicht mehr. Der geht auch unter, über die Grenze Frankreich. Der macht das dann. Dann bitte der Tag.
Maar ja, de ambtenaren zijn denk ik niet altijd even geweldig. Ja. Goed, bedankt. Ja. Ik heb een beetje aan die dienst. Ik heb een knapje.